So, es ist wieder Zeit für einen neuen Katalog, ja. Es ist wieder mein Leck-Katalog für den kommenden Winter. Und Vorsorge ist besser als Sorgen. Und deswegen, ja, möchte ich euch schon mal vorbereiten auf den Winter. Diesen Katalog, ja. Ihr seht auch schon Autumn. Das ist im Herbst, ne? Könnt ihr auch schon zugreifen. Und hier sehen wir schon mal, ja, eine richtig coole Gans mit zwei Schweinen, ne? Und dann sehen wir da unten, da ist einfach ein kleines Schweinchen. Das ist ein Dieb. Das sieht man ja, ne? Das sehen Diebe aus. Schauen wir uns mal an hier. Pretty Potpourri. Also die Sachen brauche ich nicht. Der Bär ist aber ganz nett. Der auch. Das Kleid ist auch. Was ist das denn im Kleid? Ach, das sind die Dinger hier. Lovely Pretty Potpourri. Die weg. Sind das Kleider für die... Sind das... Das sind echte Klamotten, oder? Oder ist doch nicht für Tiere, oder? Weil, geht doch das Kleid hier an, oder? Sieht doch ganz schick aus. Sieht schön aus. Tschüss. Maus and Family. Ja, das war die Liebsten, ja. Ja, komm gerade zur Tür. Gibt die Tür auch? Wäre voll geil. Da könnte die Maus immer so Türgags machen oder Klopfwitze. Ist auch schön. Die Skier da hinten auch. So, jetzt will ich mal sehen. Ich will sehen, ob es eine Tür dazu gibt. Hier gibt es jedenfalls soll das, kann man noch an. Oh ja, okay. Was ist denn das hier? 7, 8. Maus, King and Tower. Ich dachte, sowas wäre hier. Wie heißt die noch? Rapunzel mit dem Haar? Oder Cinderella? Keine Ahnung. Dann hat die auch so ganz lange Haare oder so, die Maus. Oh, dieses Moped da, das ist cool. Oh, gibt es mittlerweile viele. Aber ich glaube, man kann die auch noch weiter bearbeiten mit so besonderen Klamotten. Es gibt da bestimmt noch mehr als diese Klamotten. Nice. Ach, Mais, dann nice. Nice Mom. Mais, Mom and Dad in Cigar Box. Coole Box. Also solche Zigarren würde ich auch rauchen. So eine Katze drauf. Ah, die Clowns hier schon wieder. Und der Löwe. Der Löwe sieht echt witzig aus. Sieht aus wie so wie eine Katze. Mit so einem Kranz. Mit so einem Kranz ums Gesicht. Elephant for Circus. Elefant kann man nur für den Zirkus benutzen. Oh. Das wäre ein cooles Zauber. Wenn man irgendwie aus dem Hut nicht nur ein Kaninchen rausbekommen würde, sondern ein Kaninchen mit einer Fliege und coolen Klamotten. Aber nee. Na, die kennen wir noch, ne? Strong Mouse war sowieso mein Favorit. Wegen dem Schnurrbart und wegen den Brusthaaren und wegen den dicken Muckis. Ich weiß gar nicht, was sich da so viel geändert hat. Das Bild kenne ich da auch noch. Das ist doch vom letzten Katalog. Ich hab den anderen Katalog für vor irgendwie 2,5 Jahren gemacht. Ich erinnere mich da noch dran. Okay, ich glaube, die sind neu. Da weiß ich noch, da waren Wölfe einfach um die Hasen herum irgendwie. Oh, Benny! Hallo, Benny! Sieht ja witzig aus. Die sind auch cool, die Hedgehogs. Auch wenn die ein bisschen aussehen wie so ein, weiß nicht, so ein Lappen, also hinten diese Stacheln. Die so ruhig spitzer, länger und gefährlicher machen können. Oh, Lady the Fox. Der Vorname ist Lady. Und der Fox sieht auch cool aus. Und wie die Fox auch. Wolf. Wolf with Head. Grandma, der Wolf. Ey, ist auch ein Grandma hier. Ein Grandpa. Field Trip. So cool. Oh. Die Bambi sieht aber ziemlich aus wie Bambi. Auch, ich glaube, das liegt aber auch hauptsächlich an dem hier. Dem Auge, an dem. Wie heißt das? Wer ist denn das Ding da? Ne? Wegen dem Ding. Diese Haare da. So. Die Schweinchen. Baby Bacon Set. 6 Picks? Ich sehe nur 4. Was wäre echt cool, wenn da 6 Schweine wären. Oh ja, hier die besten hier. Mr. Bean. Mr. Bean. Und roter Mr. Bean. Oh,
Mini-Cat-Boy, Mini-Cat-Girl. Was ist denn da der Unterschied? Weil die da so ein Ding hat. Medium-Dog, Mini-Dog. Sieht auch witzig aus. Die Katzen letztes Jahr sahen irgendwie doof aus. Aber die sehen echt witzig aus. Da hängen sie wieder alle ab. So. Ah, für die ganz Kleinen, ja. Das da oben links und oben rechts, also einfach das oben ist für die ganz Kleinen. Das hier ist wieder geil, ja. Oh, es gibt sogar einen Shark. Wie geil sieht der denn aus? Babygemüse. Ja, hätte ich aber auch gerne. Ich habe ja schon Quietschkarotten. Gibt's hier noch? Bunny and the Pea. Princess and the Pea. Oh, wie teuer das ist. Zum Glück steht das hier nicht bei. Oh, die gucken voll traurig, die Bären. Dafür sehen die Giraffen richtig geil aus. Auch mit dem Schal, weil die haben so einen langen Hals, ne? Und das ist echt sehr anfällig so. Für Krankheiten und gerade Halsschmerzen. Sleepy Wakey, Elefando. Was ist denn Elefando? Ist das ein. Ist das was Besonderes? Sleepy Wakey? Sind das. Sind das so Shaker oder so? Oh, der Bunny sieht. Dieses Bunny sieht echt fluffy aus. Okay. Ich glaube, das war die falsche Taste. Hilfe. Hilfe. Wo haben wir denn? Da. Okay. Ah, da unten hast du zum Ende. Okay. Was haben wir denn hier? Nee, darauf stehe ich nicht so. Obwohl das Ei, das sieht lecker aus. Auf hätte ich jetzt auch Lust. Oh, die Baby. Die Baby Rabbits. Das sieht witzig aus im Sleeping Bag. Hier sind alle Minis. Da erkennt man kaum, dass die Mini sind, weil die sehen genauso aus wie die Großen, nur als Mini. Da sehe ich jetzt auch gar nicht den Unterschied. Okay, Mini Rabbits sind 26 cm. Das ist Mini, das ist doch voll groß. Besonders die Giraffe mit dem langen Hals. Ah, hier sind noch die ganzen geilen Kleider. Das ist geil. Ich frage mich, ja doch. Die ganzen Sachen kann man ja jedem Tier anziehen, noch alle die gleiche Statur. Bakerhead Invest, das ist ja cool. Okay, weiter. Da. Medium. Medium ist 53 cm. Der Hund, ich bin da passt da gar nicht rein. Der sieht so lustig aus. Ich glaube, der denkt sich auch so, ich passe hier gar nicht rein. Der Stromfohlen. Hallo. Maxi. Maxi 65. Oh, 65. Also ich finde, die machen sich ja gar nicht so viel so im Größenunterschied. Also Medium und Maxi. Aber ich finde, die beide Größen voll groß. Mega gibt's auch noch. 80, 102. Oh, die Maus sieht aber lustig aus. Die müssen echt teuer sein, aber die sind witzig aus, die sehen niedlich aus, die Dinger. Okay, weiter. Wenn man sich Maxi-Dinger kauft und sich so Klamotten dafür kauft, dann kann man die doch auch kleinen Kindern anziehen, oder? Oder wie großen Kinder? Ach, Gemüse und Ice Cream. Ich kann aber auch richtig. Die Katze da im Bett. Ich kann mir richtig vorstellen, also, dass man die ganzen Sachen, dass man sich die ganzen Sachen kaufen kann und sich die dann in die Wohnung stellt, alles, so alles voll, also ein komplettes Leben, hier so eine Küche, so ein Essbereich, oder so ein Essbereich und dann auch solche Deko-Sachen, alles vom Mailack, was auch ein bisschen teuer ist, aber warum nicht? Und zu Weihnachten sieht es so aus.
Sieht mal witzig aus. Und man benutzt die Wohnung gar nicht, weil die voll mit den ganzen Kuscheltieren ist, mit den ganzen Plüschtieren, weil die nehmen ja das ganze Haus ein, so viel wie es da gibt. Oh, aber die Gans sieht echt witzig aus. Die sehen ein bisschen gruselig aus, aber nur ein ganz kleines bisschen. Was haben wir hier? Oh, die können sogar backen. Das sieht auch ein bisschen gruselig aus, ne? Als würde das Ding leben. Oh, aber es gibt Rätsel, das gefällt mir. Auch wenn die Mini sind. Ey, das ist ja voll cool. Das gab es letztes Jahr aber noch nicht. Vielleicht, weil es letztes Jahr auch nicht die Autumn Winter Collection war. Ah, sind sie ja. Die haben gar keine Flügel. Ich finde, die sehen auch so geil aus. Wenn die ja fresse ich einfach, die sitzen da so rum und gucken so ganz blöd die ganze Zeit. Das schmeißt sich auch schön aus. Klein Wingmais, ist ja witzig. Aber diese grauen, diese Wölfe, die finde ich sehen richtig cool aus. Ich habe ja auch einen aus dieser Kollektion, also in dieser Bauart, aber den scheint es gar nicht mehr zu geben. Den Dachs, der aber eigentlich ein Waschbär ist. Dann gibt es noch ein Deko. Was seid ihr? Oh, Engel. Weinen die? Nee. My sweet Angel. Das war's anscheinend schon wieder. Gut. Kann man nichts machen.